Doch. Ich würde sagen, eine Runde können wir noch machen. Also noch eine Stunde machen wir, denke ich mal noch. Dann passt das. Da. Schnell hin da! Damit würden wir, glaube ich, den Roboter komplett kriegen. Also alle seine Extrasachen. An verschiedenen Punkten im Leben wird man zu einer Erinnerung für andere. Es reicht schon, jemanden zu sehen, um die Oh shit. Vergangenheit heraufzubeschwören. Ach, nö, Alter. Ach, was? Was passiert hier? Verzerrte Ja. Erinnerungen sind ein Problem. Illusionen, mit denen dein Geist die Erinnerungen unterdrückt, als Was? Fremdling schikaniert worden zu sein. Das ging schnell. Was ist zur Hölle? Was ist da gerade passiert? Die haben mich einfach mal hart Allerdings fertig besteht gemacht. kein Zweifel daran, dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen. Wurde ich mal hart fertig gemacht. Ja, kann ich die Werbung Du hast freischalten? dich also an die Kraftschubfunktion des Roboters erinnert, die Stärkung. Nice. Freigeschaltet, aktivieren im Verbrauchmenü. Okay. Das da unten, was macht es? Damit würden wir extrem Schaden machen. Ah, guck mal hier. 30 Stück. Da haben wir ein paar davon. Und die müssten wir auch mal benutzen. Das sind so. Kennt ihr das aus diversen MMOs? Ihr kriegt irgendwelche Stärkungstränke oder Heiltränke oder irgendwelche Sachen, die ihr schmeißen könnt auf den Gegner. Und ihr sagt euch immer: Nein, verwende ich nicht. Ich verwende das lieber bei irgendwelchen starken Bossen, also für besondere Ereignisse, die richtig schwer sind. Und die kommen nie. Genau so geht's mir gerade. So geht's mir gerade mit den Dingern. Mit den Munitionsdinger zum Schießen. Wow, hier gibt es schrottigen Metallschrott. Und da hinten ist noch einer. Du Scheiße. Was? Was? Kugeln. Kugeln, die mich angreifen. Au. Was? LOL! Die können Dropkick machen. Dafür kann ich. Ja! Jetzt gibt's aufs Maul! Verschwind! Und du auch! Jetzt gibt's Hauer. Bam! War ja ein Problem! Ha! Level 20! Jetzt können wir eigentlich unsere neue Dings anziehen. Unser neues Hemd. Jacke. Ah, ein paar Holzreste für dich. Da freut man sich doch immer. So. Darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Jetzt sind wir eigentlich Level 20 und können. Oh, zur Hölle.
Ist das Ding für Level... Nein. Das ist auch interessant. Oh nein. Das haben wir die ganze Zeit angehabt. Das ist Yoda. Die Farbe gefällt mir nicht. Ich finde das immer noch viel cooler. Weil das Rot und das Weiß passt, aber nicht das Orange und Grün. Ich finde die immer noch schöner. Scheiße. Was ist eigentlich mit den Bandagen? Auf Bondage steht doch jeder, oder? Wo sind die Bandagen? Da. ist nur Key-Generation. Das macht aber ein bisschen Dingsschutz. Wir könnten die Jacke mal anziehen. Mal gucken, wie es aussieht. Niedlich. Wie sieht das denn aus? Wir brauchen Licht. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen wieder zurück. Ich glaube, wir gehen wieder zurück auf unsere Jacke. Ich finde die schön. Wir verbessern die jetzt am besten. Beim nächsten Außenposten oder so werden wir die jetzt richtig pimpen. Dass die 60, 70 Rüstung hat, dann ist sie wieder gut. Ach, schade. Ich dachte, das wäre so gut gewesen. Das hätte mega gut passen können. Wäre zum Beispiel richtig nice. Problem ist, wir brauchen davon noch eine zweite, ansonsten sieht es scheiße aus. Wir müssen beim nächsten Einkauf gucken, ob wir einen Bogenpolster finden, einen zweiten. Dann könnten wir die gewählte Polster austauschen. Ja, klingt nach einem Plan. Gut, wir sind zwar Level 20. Aber es sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, die Farbe passt nicht. Ja, ich weiß, in der Apokalypse sollte man nicht wählerisch sein. Aber doch ein bisschen. Waffentechnisch ist ja egal. Wie die aussehen. Aber Klamotten sollen schon gut aussehen. Klamotten sollen schon gut aussehen. Ah, da gibt's wieder Nonos. Da hoch muss ich. Okay. Aber erstmal loot noch ein paar Autos. Und ein paar Tampons. So. Ja, Geld. Meins.
So, was sagst du? Da hinten ist was? Ja, was mich ange... Okay. Ach, die sind sogar Level 19, ups. Da wollen wir ein bisschen schießen, ne? Ah, der hat mich ja richtig aus dem Bild geschleudert. Ach, Mist, oh Mist. Hab er nicht gedrückt gehabt. Shit. Ah, das ist gut. Was mache ich? Weg mit dir. Und du auch. Neuem Problem. So, jetzt dürfen wir auch dahin. E-Müll gefunden. Lohnenswert. E-Müll. Und da hinten gehen wir auch hin. Ach, Moment, damit können wir ein Tier zähmen. Aber hier ist doch keins in der Nähe, oder? Oh, hi! Ihr seid nicht zum Zähmen da, oder? Das war kritisch. Ach Mist, klick, klick, klick. Alle tot? Ja. So, denn mal hops. Ist denn hier irgendwie hier in der Nähe, aber ich sehe keins. Das Tageslicht ist fast verschwunden. Hier ist mal, wenn in der Nähe so eine komische Blume ist, heißt es eigentlich, dass auch ein Reittier in der Nähe ist, was man zähmen kann, aber irgendwie sehe ich davon gerade nichts. Habt ihr eine Quest? Nee? Okay. Nee, hier ist echt kein einziges Reittier in der Nähe. Da drüben liegt elastisches Gummizeug. Gummi! Ja gut, na denn, ab in die Höhle. Alles safe. Level Up haben wir auch. Vielleicht wieder ein Glück. 5, 6, 7. Das wären wieder 3 Level mehr. Also 3% mehr. Warum ist denn unsere Crit-Chance runtergegangen? What's happening? Wir waren mal bei über 50% Crit. Was passiert? Irgendwas ist passiert, aber ich weiß nicht was. Könnte es sein, dass Crit runtergeht, je höher man im Level steigt? Hm. Müssen wir mal gucken. Entweder Gesundheit, Kampfschaden. Ach komm. Hauptsache, du bist zufrieden damit. Ja, bin ich. Jetzt eine Beutechance von 38%. Das ist eine Menge. Können wir noch ein Talent nehmen? Richtig gut ist dieses Talent. Glückspilz. Und damit wird es nochmal um 10% erhöht. Amur brauchen wir nicht.
Roboter macht mehr Schaden. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Angriffe mit Fernkampfwaffen 10% erhöht. Mehr Nahkampfschaden. Ja, mach mir das da, Büchsenmacher. Werden unsere Waffen noch mal besser? Why not? Schadet ja nicht. Glitzergras? Bestimmt nisten hier einige Nono. Folge diesem Strahl bis zum Kritzelstein. Er ist nicht zu übersehen. Oh, sieh dir diesen Kritzelstein an. Kritzelstein. Was dahinter steckt? Die 9F Sonnenuhr. Gucken wir mal. Ah, I see. Das ist da drin, also. Ach du Scheiße. So viele? Lauf, spring, hüpf, mach was. Letzte. Buddel, 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 buddel. Was man nicht alles aus so einem Ding rausbuddeln kann. Helden sind inspirierender als alles andere. Okay, von da kamen wir. War denn das gerade? Ich glaube, da oben ging es weiter. Da oder so. Das wird ein Kampf. Au. 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 Bessere Tage gesehen. Das hat weh getan. Lad doch nach. Ach, Mist, zu früh. So, jetzt nur noch die beiden. Au. Los, fang ihn. Boom, boom. Wie fang ihn? Wie soll ich ihn denn bitte schon fangen? Ist hier mitten im Kampf. Alle tot? Lol, beide getötet. Instant. So, wo bist du? Ja, da ist er wohl verschwunden, oder? Ich sehe ihn gar nicht mehr.
Nee. Was man alles so findet. Aber kein Nono mehr. Was bist du? Bong-Ball. Okay. Ist ein Relikt. Wow. Benötigt 50 Agilität. Das ist ugly. Richtig ugly. Wer soll denn so viel überhaupt haben? Ja gut, also Mr. Nono ist nicht mehr hier. Ja, gut. Hat sich denn wohl erledigt, ne? Scheiße. Allerdings haben wir den Loot, immerhin. Spring. Ops. Da. Und hops. Denn mal raus hier. Ah, das ist so ärgerlich. Wir hätten keine Schlafenszeit. Wir hätten den Nono mitnehmen können, aber nee. Einfach Nono. Gut, dann gehen wir da oben nochmal klettern. Dann brauchen wir nur noch ein Kletterding zu finden für den Typen. Dann sollten wir einen besseren Dings kriegen. Wie heißt das? Einen besseren Brecheisen. Theoretisch. Wenn ich Glück habe. Hops, 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 hops. Nice. War bestimmt so nicht gewollt von dem Entwickler, aber der Fuchs hat es trotzdem geschafft, da hochzukommen. Da geht's hoch, perfekt. Zufrieden? Ja. Hier gibt's sogar was. Extra Loot. Es gibt einen Cowboy-Hut, einen legendär. Mein Hut ist immer noch besser. Au, da muss ich hin. Komm. Das wäre das Kälteding. Willi wäre auf dem Weg. Ach komm, mach mir das mit den Kältedingen. Dann kommen wir hier auf jeden Fall rein. Nee, kommen wir nicht. Um da reinzukommen, brauchten wir doch Brecheisen. Ach, Kacke. Müssen wir doch da hinten hinlaufen. Wollen wir da einfach hin? Also schnell hin, holen, damit wir das hier unten irgendwie wieder abgeben können. Nee, wo waren das? Hier. Hier oder so war das. Da. Beim Kackhügel. Knack. Beim Knackhügel können wir es dann wieder abgeben. Ja gut, dann sag ich mal, nehmen wir... Muckimacher. Ja, komm, dann nehmen wir alles mit, was hier auf dem Weg ist. Machst du nix. Dann kriegen wir den letzten Muckimacher, dann finden wir einen Klingeling und noch ein Solarspiegel. Und ein Piep-Piep. Eine Piep-Piep-Kiste. Okay, we have a Ziel. Aber zuerst gehen wir dahin. Weil da sehe ich einen Ballon und Ballon heißt, da ist Loot. Die Wolken wollten nur kurz Hallo sagen. Nein, es regnet. Äh.
bin, ist wieder nass. Aber wenigstens habe ich jetzt eine Mütze auf. Ja, komm. Gehen wir erstmal dahin. Ah, der Gleiter ist so geil. Aber wir parken mal hier. Vielleicht gibt's hier Loot. Yes, gibt's. Ich muss sagen, es hat lange Zeit nicht mehr geregnet. Das stimmt schon mal. Sonst war die ganze Zeit nur Sonne. Okay, ein bisschen Schnee auch. Du hast Snödeburg entdeckt. Snödeburg. Jetzt sind wir in Norwegen angekommen. Snödeburg. Sehr nice. So, was gab's hier nochmal? Habe ich wieder total vergessen. Es gab Dinge. Wie zum Beispiel eine Quest, die da gerade rumläuft. Scheiße. Und wieder neue Quests. Sagt einen überlebensgroßen Fellfreund zu haben, der einen furchtbaren Fehler begangen hat. Die Idee war, ein Bad zu nehmen, um sich zu waschen. Aber ein Loch mit Schmutzschleim war dafür wirklich nicht die beste Wahl. Oh, wow. Jetzt hilft nur noch eine riesige Bürste, um wieder sauber zu werden. Schätzt, das weiß der Freund am besten. Also solltest du ihn zuerst suchen. So hat die sagt, die Großbürste ist nicht schwer zu finden. Sobald du sie hast, solltest du sie schnell zum Freund bringen. Schrubb ihn ordentlich sauber. Sicher, aber das solltest du mit ihm regeln. Ja, wir haben noch eine neue Quest gekriegt. Es ist nicht so, dass wir keine Quests mehr haben oder so. Möchte unbedingt, dass du einen Blick auf die Waren wirfst. Nee, ich gehe wieder. Tschüss. Über das Wichtigste. So, haben wir Ausrüstungshändler und Werkbank. Okay, die Werkbank ist natürlich in der Luft. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Ausrüstungshändler. Den haben wir die Stadt auch fertig. Und da können wir gegenschiffen. Genau sowas habe ich gesucht. Dass, falls wir hier wieder hin wollen, dass wir da eine Schnellreise machen können. Und ich habe lange nicht mehr mich erleichtert. Mal sehen. Guckt euch an. Ich war hier überall und guck mal, wie wenig Wegpunkte es ist. Also hier ist ja insane viele Wegpunkte gewesen. Hier auch. Aber hier wurde es weniger. Okay, ist halt Startgebiet. Also schon ein bisschen übertrieben, wie viel es hier gab. Und hier wird es immer weniger. Oder ich habe sie einfach nicht gefunden. Das könnte natürlich auch sein, dass ich blind war. Gut, das nächste wäre das Klingeling finden. Kriege ich hin. Aber zuerst holen wir uns noch den Loot hier. Und wo ist der Ballon da?
Gut, dass hier jemand ein Kletterseil zurückgelassen hat. Tagsüber ist es so viel heller als nachts. Das ist zweimal dasselbe? Nee, hier kann ich die Waffen verbessern. Haha. Natürlich kann ich die Dinger nicht modifizieren. Interagieren. Rumpf. Ich möchte das bitte verbessern. Das Hemd. So, wir können die Qualität verbessern. Kostet auf jeden Fall. Jetzt in selten? Okay. Ist jetzt legendär? Ja, wir pushen den mal ein bisschen. Frag mich, was das zu bedeuten hat. Ist einfach nur... Ja, keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall das hier mehr. Definitiv. Wir gucken mal, was wir zerlegen können. Natürlich habe ich ihn nicht angezogen. Natürlich habe ich das Ding ausgezogen. Ja, nein, das klappt. Fangen wir mal hier an. Und fangen an, die Sachen... Ah, die Armprothese nicht. Fangen an, diese ganzen Sachen zu verschrotten. Genau danach hast du gesucht. Nein. Kleinteiliger geht es nicht mehr. Das würde eigentlich so viel Geld bringen. Ich glaube, das behalten wir noch. Den Kragenpulli. Ja, die Jacke wäre mega nice gewesen. Ah, die sieht farblich ein bisschen kacke aus. Wenn es eine andere Farbe gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja. Aber so nicht. Deswegen würde ich sagen, wird zerlegt. So, hier nochmal rein. Was macht denn die Qualität? Max. Wir brauchen Plastik. Sollte ja kein Problem sein. Wir haben ja ein paar Sachen, die wir zerlegen können. Boah, enge Hose. Nee. Das sieht auch scheiße aus. Kurzer Rock, ja, sicher. Nein. Mehr Grobes für deine Herstellung. Jeansback. Das passt auch nicht wirklich. Alten Rock. Nee. Nee. Die weite Hose könnte noch interessant sein, aber ich glaube, wir bleiben hierbei. Wo haben wir beim Kopf noch was?
Ein Hut-Hut. Nein. Cowboy-Hut. Nee, das Muster gefällt mir nicht so wirklich. Und Hut-Hut erinnert mich an... Wie heißt das? An Bleach. Aber nein, weg damit. Ja. Nein. Das kommt auch weg. Das kommt weg. Teddy-Mütze brauchen wir nicht. Noch ein Hut-Hut. Nein. Nö. Bauchhelm behalten wir. Könnte aber sein. Cowboy-Hut. Ah, behalten wir erstmal. Theoretisch könnten wir das nochmal aufwerten. Ja, jetzt brauchen wir Plastik. Schade, dass man das nicht kaufen kann, so Plastik, oder? Wüsste ich jetzt nicht, wo man sowas kaufen könnte. Na gut, wir haben jetzt ein bisschen was aufgewertet, immerhin. Wo ist der Ausrüstungshändler? Den suchen wir noch. Jetzt haben wir unnützerweise bestimmt richtig viel Stuff ausgegeben. Andere Leute schlagen sich jetzt die Hände vor den Kopf und denken sich, nein, was macht er da? Möchte unbedingt, dass du einen Blick auf die... Gib dir zu verstehen, dass... Aber ist mir egal. Es soll ja gut aussehen. Ja genau, wir müssen wohl wollten. Irgendein... Nee, gibt's hier leider nicht. Schade. Pass auf, jetzt finden wir hier... Ein... Nee, zum Glück nicht. Boah, denn wäre, glaube ich, aus gewesen. Denn hätte ich ausgemacht. Wenn ich da jetzt dieselbe, wie nennt sich das, dieselbe Jacke gefunden hätte in noch besser. Dann get wrecked. Einfach alles verballert für nix. Wäre lustig gewesen. Einen frischen Start muss man einfach lieben. Einen frischen Start. Da lang. Ist da Plastik? Ich glaube, wir brauchen gerade Plastik. Bist du Plastik? Oh ja. Plastik! Wir brauchen mehr Plastik. Sollten wir aufs Meer fahren. Da unten ist noch mehr Plastik. Perfekt. Da hinten auch, oder? Und weg mit dir. Wir brauchen dunkle Punkte. Das ist Holz. Gehen wir nicht mehr nach da drüben hin, da. Das lohnt sich wenigstens. Plastik! Nur eins? Mist. Oh, hab ich. War das dein Turm? Tschüss. Mhm.
Ich war's nicht. Guck mal hier, eine Hausruine. Ein genauerer Blick könnte sich lohnen. Guck mal hier, eine Hausruine. Na, gucken wir mal. Hier ist nichts. Oh. Hi. Alter. Schon werde ich platt gemacht. Level 24. Ich bin schon wieder ganz woanders. Ich sollte vielleicht doch in Richtung Süden weitergehen und nicht weiter nach Norden. 24, was mache ich hier überhaupt? Nimm das. Du hängst in den Seilen. Ah, Moment. Ich hab das hier. Ah, genau richtig. Du bist das. Hab schon gewundert, wer die ganze Zeit auf mich Laser anvisiert. Okay, je weiter man nach Norden kommt, desto schwieriger wird's. Wir sollten wieder unten hingehen. Scheiße. Ach komm, das machen wir noch schnell. Wir müssen nur auf die Leute achten, die schießen können. Irgendwo da. Wie der hier zum Beispiel. Guter Schuss. Wow, wow, wow. Au, 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 au. Klick, klick, klick. Nein, nein, nein. Warum mache ich nicht das? Noch bist du Au. Nicht tot. Dann bekriegen die sich wenigstens selbst. Und ich kann mich um ein paar kleinere kümmern. So, der ist auch schon mal weg. Jetzt sind nur noch Nahkämpfer da. Ja. Nö, das war so gut. Sie fallen alle, einer nach dem anderen. Und da haut er mich einfach mit dem dicken Stab in den Dreck. Ungespitzt in den Boden gerammt hat er mich. Freunde, wie er perfekt getroffen hat. Ich bin gesprungen, gelandet und in dem Moment kam der Knüppel. Ach, Mann. Nimm dir Zeit. Halbes Leben. Wo ist der Typ? Da. Und er lebt noch. Wie kann er es wagen? So, jetzt ist er weg. Autschie. Klick, klick.
der war gut. Klick, klick, nicht gut. Warte, 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 warte. Da ist ja noch einer mit Schild. Wo kommt denn der her? War der schon immer da? So, der Dicke kann mir nichts mehr. Okay, jetzt ist eigentlich nur der mit Schild da, oder? Ja. Ach komm, Mr. Schildi, komm. Hoch mit dir und weg mit dir. Meint ihr einfach Nahkampf. Schön mit den Konoha-Wirbelwind. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, interagieren. Was hat er? Eingriff. Dann würde ich mal sagen, alle den Griff. Dann holen wir den mal raus. Und hauen ihn aufs Maul. Mashaku Hirsave. Diese Badayan Analove. Mich. Mashaku Hirsave. Mich. Ist schon. Und. Bam! Das Licht brennt bloß in den Augen, oder? Im Schatten ist das Leben kalt. Es ist perfekt, wenn die Welt heiß wie ein Vulkan wird. Du findest also auch, dass das Dunkel nicht mehr als ein Schatten ist? Ich werfe immerhin einen guten Schatten, während du lediglich in selbigem stehst. Okay. Dunkel, 2 erhöht. Einmal, ja gut, wir kommen langsam ins Dunkle, das ist gut. Wir wollten ja dunkel sein, ja? Von daher ist ungünstig, dass wir so viel in... Ich kann euch ja mal zeigen, warum wir überhaupt in... Weil wir 30 Punkte haben wollten, weil... Unter Psi-Kräfte gab es... ist Skifunke und um das zu lernen brauchte man hell 30, also 30 Hellpunkte, wo ich mir denke, why? Also wenn man Star Wars kennt, weiß jeder, dass diese Blitze zur dunklen Seite der Macht gehört. Also zur dunklen Seite und nicht zur hellen. Deswegen fand ich das ein bisschen strange. Aber egal. Ich wollte das haben. Und deswegen habe ich auch diese 30 Punkte, beziehungsweise jetzt 33 Punkte, in hell. Wir werden aber noch einiges an Dunkelpunkte machen müssen, weil wir sind eigentlich auf der Seite der anderen, wenn man hier so guckt. Da. Yagni verbündet dunkel. Ja. Deswegen. Guter Fund. Ein Klingeling von damals. Damit hat man nach weit weg geklingelingt. Mal schauen, ob es noch funktioniert. Und weit weg geklingelingt. Also die Leute, was du die wohl damit anstellen kannst. Die Leute, die sich diesen Namen ausgedacht haben. Haben sie ihre Kinder gefragt? Also ich finde das mega lustig und cool. Ich frage mich, wie die darauf gekommen sind. Die sind bestimmt in den Kindergarten gegangen. Haben so ein uraltes Telefon hingestellt. Und es einfach mal klingeln lassen und die Kinder so, ein Klingeling! Oder so, ich hab keine Ahnung. Damit das Klingeling funktioniert, müssen die Tasten in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden. Aha. Ach doch. So?
Und dann... Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Scheiße. Haben wir schon. Manchmal ist keine Nachricht auch eine Nachricht. Du musst die Tasten Anschluss in der richtigen Reihenfolge drücken. Nein! So. Jetzt. Manchmal denkt man zu kompliziert und ist einfach verwirrt. Die Technologie von damals ist also immer noch hier, auch wenn ihre Nachricht veraltet ist. Aha, ich hab alt verstanden, alt safe. ein ungewöhnlicher Hammer. Mit Radioaktivität. Wo ist denn das letzte Mega-Loot-Item, was mir noch fehlt? Eins Mega-Loot fehlt noch. Ah, da ist er. Und abgeschlossen, würde man sagen. Kaboom. Von da kamen wir, oder? Moment. Doch, von da kamen wir. Von da hinten. Und wir müssen da lang. Glaube ich zumindest. Oder? Lass mal auf Karte gucken. Ja. Passt schon. Da oben wäre das Kälte-Ding. Da wäre dann auch... Gehen wir erstmal dahin. Moment, wir können ja das mal machen. Nicht T. Nicht das Spiel, sondern... Hier. Wir holen uns mal eine Sneege. Hast du die Bestie gut im Griff? Ausgezeichnet. Das ist aber nicht die Sneege, die ich davor hatte. Sieh dir diesen Plastikkram an. Ja, wow, ist nur einer. So, wo? Da oben in dem kleinen Schiff findest du Prügi. Eine bessere Verbesserungswerkbank findest du nicht. Prügi. Lass mal gegenschiffen. Mal sehen. Freuen sich die Leute. Da. Aha, das ist die beste Werkbank weit und breit. Okay, jetzt nur noch den Händler. Hi. Ja. Tschüss. So, fertig. So, dann gucken wir mal nach dem Eis. Oh. Können wir mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt können wir theoretisch schon zwei neue Tiere zähmen, wenn wir irgendwann mal wieder eine finden sollten. So, ich bin gespannt, was dieser Kälteanzug ist, den wir uns jetzt holen. Siehst du den Emel? Den kannst du bestimmt gebrauchen. Da steht eine Signalschüssel. Genau das Richtige zum Signalisieren. Ach, 24. Läuft. Sehr hart gesessen. Geht mir jetzt schon auf den Sack. Über einen Gang zurückschalten. Lass mich mal aus dem Weg hier.
Ach, ich kann auch das da machen. Wie gehen sie mir weniger auf den Sack? Ach, das Ding da oben. Bam, zurück zum Absender. Bumm, Explosionen. Und das Beste ist ja, wir haben schon wieder keine... Halt, stopp. Können wir Escape machen? Danke. Und zwar, das Spiel verarscht mich schon wieder. Wir haben keine Heilung. Am Arsch haben wir Heilung. Wir haben 35 davon schon wieder. T favorisieren. Das da. Dann haben wir hiervon noch 30. Warte, haben wir noch was Billigeres? Ich hoffe, dass wir jetzt nicht sterben. 7. Die 7 können wir locker hier hinpacken. Das war's erstmal. Den kann ich wieder schon mal benutzen. Was für ein Treffer, einer weniger. Der schießt noch. Jetzt ist nur noch der Typ mit seinen Selbst-Explosionsmord-Dingern. Ach, doch nicht. Sind noch ein paar. Oh. Oh, schöne Ding. Double Hit, Double Kill. Nice. Bestimme dein Schicksal, sonst tut es jemand anders. Ja, wir sind gut. So, dann gucken wir mal hier ein bisschen herum. War das anstrengend schon wieder. Wenn wir das Ding bestiegen haben, das klingt jetzt zwar komisch, aber dann gehen wir zurück in den Süden. Zu dem Level, wo wir eigentlich hingehören. Wenn wir jetzt die ganze Zeit gegen Level 24er kämpfen und so, ist ein bisschen anstrengend. Also wir schaffen das, also man hat es ja gesehen, wie easy wir das geschafft haben. Aber trotzdem, wir sollten im Süden weitermachen. Da geht es jedenfalls storytechnisch auch weiter. Wir machen ja schon wieder die ganze Zeit irgendwelche Nebensachen, statt die Story voranzutreiben. Ist leider immer so bei mir, dass ich mehr die Nebensachen mache, statt sag die Story-Sachen. Ein. Einfach nur grässlich. Von Biogefahr muss man sich übergeben. Du hast ein gutes Auge für diesen Kram. So, noch ein Gerät. Der Gerät. Dies ist eine Signalschüssel aus der Vergangenheit. Früher wurden sie genutzt, um Signaldinger mit Transpongern zu finden. Und gleich kommt's. Wir müssen da ganz nach Norden zum Arsch der Welt. Damit die Signalschüssel funktioniert, musst du die Pongpaddel korrekt ausrichten. Ach, scheiße. Hab ich schon wieder verkackt. Nur noch ein paar Versuche. So. Bloß nichts falsch. Glück gehabt.
Das passt. Jetzt kannst du so viele Schüsseln ansignalisieren, wie du willst. Dreh dieses Paddel, um die Signalschüssel richtig zu wenden. Was eine Rotationswirkung gibt es überall auf der Welt, okay? Durch Navigieren links, rechts kann sich Ausrichtung benutzen. Okay, und damit kann ich das Rätsel. Ah, es pinkt denn schneller, wenn wir was gefunden haben, wenn nicht. Keine Signale hier, nur Schweigen. Keine Signale hier, nur Schweigen. Mich verarschen? Keine Signale hier, nur Schweigen. Keine Signale hier, nur Schweigen. Hä? Das Ding ist doch übel schnell. Keine Signale hier, nur Schweigen. Keine Signale hier, nur Schweigen. Bibidi piep piep. Oh. Du hast eine Signalnachricht entdeckt. Da hinten. Halt. 1500 entfernt. Ist auf jeden Fall bei uns. wo es auch hingehört. Ja gut. Dann vielleicht hier hin. Zum nächsten Mucki-Dings. Oder wo ist denn die Kisten? Kletterplatz. Vielleicht dieser Kletterplatz, da wo wir hin wollten. Wie weit ist der entfernt? Können wir da noch schnell hin? Eigentlich wollte ich ja schon längst ins Bett. Bleib stehen! Hier geblieben. Eigentlich wollte ich schon längst ins Bett. Alter, das sind sogar 1900. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg dahin, aber das ein andermal. Dann machen wir hier Feierabend. Dann sage ich mal hier, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.